Mir gefällt einerseits der technische Aspekt. Ja, also ich muss mich immer wieder in verschiedene Projekte reindenken. Ich muss mir einfach Lösungen überlegen für verschiedene Aufgabenstellungen. Dann ist es der kaufmännische Aspekt, dass ich mir für diese Probleme Kostenansätze überlegen muss. Aber andererseits ist es auch der Kontakt zu Menschen, gerade insbesondere die Teamarbeit, die auch wichtig ist. Ich bin der Thorsten, ich arbeite für den Zyplin Spezialtiefbau und bin als Kalkulator tätig. Eingestiegen beim Zyplin bin ich damals klassisch mit einem Praktikum, bin danach eigentlich ständig mit dem Unternehmen in Kontakt geblieben durch Werkstudententätigkeit und die Verfassung meiner Abschlussarbeit. Final eingestiegen bin ich dann mit einem Trainee-Programm, das 15 Monate lief. Dort habe ich dann auch den Kontakt zum Spezialtiefbau geknüpft im Ausland. Und habe meine Masterthesis dann hier in der Kalkulation geschrieben und bin dann da auch final eingestiegen als Kalkulator. Mein Aufgabenbereich ist die Angebotsbearbeitung, das heißt also die Kalkulation von Bauleistungen. Ja, mein Arbeitsalltag sieht eigentlich aus, dass ich überwiegend kalkuliere und das halt in einem Kalkulationsprogramm. Kalkulieren tue ich Spezialtiefbauleistungen. Das heißt also, wir decken ein großes Spektrum an Spezialtiefbauleistungen ab. Das sind beispielsweise Gründungsarbeiten oder Verbauarbeiten. Mir hat eigentlich Mathematik immer schon Spaß gemacht in der Schule und insbesondere halt diese Kombination aus wirtschaftlichen und technischen Aspekten. Zyplin Spezialtiefbau wickelt Spezialtiefbaubaustellen im Inland und im Ausland ab. Teamarbeit ist für mich ganz wichtig, gerade auch jetzt in der Angebotsphase, wo man eng miteinander zusammenarbeiten muss. Wichtig ist mir halt einfach auch da eine Kommunikation auf Augenhöhe, dass man einfach da immer wieder zusammenfindet, sich gemeinsam Lösungen überlegt und dann gemeinsam wirklich als Team so ein Angebot ausarbeitet, denn anders geht es auch gar nicht. Ganz gut wäre, wenn ein Mitarbeiter oder eine potenzielle Mitarbeiterin ein technisches Verständnis mitbringen würde. Ganz gut wäre auch, wenn man darüber hinaus auch in der Kalkulation ein kaufmännisches Verständnis mitbringt, weil man ja auch eine Bauleistung preisen muss. Eine IT-Affinität ist ganz gut und was in der Kalkulation noch wichtig ist, dass man so ein bisschen eine Detailverliebtheit mitbringt. Zyplin ist eine gute Arbeitgeberin, weil es viele verschiedene spannende Projekte gibt, tolle Einstiegsmöglichkeiten bietet und super Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Und wo liegen deine Stärken?